Orel Bringolf, herzliche Gratulation zu dem Sieg im Spiel Nummer 4. Es hat unter anderem ganz viele starke Paraden von Ihnen gebraucht. Wie sehen Sie das? Ja, wir haben gewusst, es ist do or die quasi. Und mit unserem Heimpublikum haben wir immer gute Spiele geliefert in dem Jahr, in der Finalrunde und jetzt auch in den Playoffs. Und wir haben gewusst, das holen wir jetzt heim, dass wir am Donnerstag ein Entscheidungsspiel in Bern haben. Der Severin Kaiser hat in der Pause gesagt, in so einem eminent wichtigen Spiel ist es viel wichtiger, dass man eine gute Defensive hat, anstatt dass man in der Offensive einfach ein Goal nach dem anderen schiesst. Und da braucht es natürlich auch einen Top-Goalie dazu, oder? Das ist so, aber es ist natürlich das Zusammenspiel von der Deckung und dem Goalie. Wenn die Deckung gut ist, ist der Goalie besser, sonst wird es schwierig. Und darum heute das Kompliment an die Deckung, ist wieder einiges besser gegangen heute. Ich nehme an, die Deckung sagt das Gleiche über Sie als Goalie. Sie geben Ihnen ein Kompliment weiter. Nichtsdestotrotz, jetzt geht man am Donnerstag wieder zurück auf Bern. Letztes Mal hat man in Bern ja nicht unbedingt gerade so brillieren können. Wie wollen wir jetzt das entscheidende Spiel angehen? Ja, wir wissen jetzt, jetzt geht es wirklich um alles. Wir haben in Bern diese Saison noch nie gewonnen, wenn es mir recht ist. Einmal ein Unentschieden geholt. Es gibt immer extrem viel Goal. Wir müssen über die Deckung kommen und dann holen wir einen Sieg am Donnerstag, bin mir sicher. Vielleicht noch ganz kurz schnell eine Frage. Sie sind ja auch noch in der Nazi unterwegs. Dort hat man jetzt schon zweimal gegen Belgien gewinnen. Man ist also dieser EM-Quali ziemlich einen Schritt näher gekommen. Wie sieht das für Sie aus mit dieser Doppelbelastung? Ja, es ist ja dadurch, dass ich in der Nazi vielleicht ein bisschen mehr trainiere und weniger spiele, nicht so schlimm. Das Krasse jetzt halt diese Saison war, dass von der Nazi haben wir einen Tag Pause gehabt und dann haben schon Playoffs angefangen. Das müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen überdenken.